Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Zwischenprojekt, weil ich im Moment so viele Together-Projekte habe und gerade nicht so wirklich Lust habe, Kingdom Hearts aufzunehmen. Wir spielen Cube und zwar ist das ein, ja, so vom Typ her ähnlich wie Portal. Ich lasse mal kurz das Intro anlaufen, ich habe es mal kurz angespielt, wie ihr seht. Ich lasse mal kurz das Intro anlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl. So, und da sind wir auch schon zurück. Ja, das hat so eine leicht klinische Optik, wie bei Portal auch. Und zwar, eine richtige Story hier hinter gibt es nicht, weil ich glaube, Toxin Games hieß der Entwickler, sich gesagt hat, so eine richtige Story braucht man nicht. Hier geht es sich einzig und allein darum, Rätsel zu lösen. Und zwar so halb in der Optik von Portal. Wir sehen, wir betreten gerade Stufe 1 von 9. Ich habe mal bis Stufe 2 gespielt, weil ich mal sehen wollte, wie das Spiel so funktioniert, ob das was für eine Aufnahme wäre. Und ich fand das eigentlich relativ geil, deswegen habe ich mir einfach gesagt, so komm, kurzes Zwischenprojekt. Und jetzt sehen wir hier diese Handschuhe. Und diese farbigen Blöcke, die roten, kann man mit dem Linksklick kann man die hochfahren und mit dem Rechtsklick kann man sie wieder runterfahren. Das heißt, wir stellen uns ganz einfach da drauf, so, klack. Fahren den aufs Maximum hoch und schon können wir hier hin. Ich habe ja auch gesagt, runterfahren können wir sie auch, deswegen können wir den hier runterfahren. Der hier, das, wie ihr seht, das hier ist ein einziger großer Block. Und das hier sind einzelne, deswegen fahren wir den hier aufs Maximum raus. Den 2, den 1 und schon haben wir uns eine Treppe gebastelt, dass wir in den nächsten Raum können. Das Styling dahinter finde ich relativ geil. Deswegen habe ich mir gedacht, so, oh, eigentlich wäre es doch perfekt, um mal ein kurzes Nebenprojekt zu machen. Die blauen hier, die kann man runterfahren. Also wenn die so sind, dann kann man sich ganz normal da drauf stellen. Wenn man die aber runterfährt und man springt da drauf, boing, ist das wie so ein Flipper. Dann wird der ausgefahren und man wird rauskatapultiert. Also boing, boing. Hoppala. Wäre wahrscheinlich auch perfekt zum Speedrun geeignet. So. Gucken, wie schnell man das Spiel schafft. Gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der es schon gespeedrunnt hat. So. Diese gelben hier sind etwas Besonderes. Die fahren immer zusammen hoch, auch wenn sie als getrennter Block angezeigt werden. Das liegt daran, dass immer den man anklickt, fährt am weitesten aus. Wie ihr seht, ich klicke den rechten an, der fährt am weitesten raus. Drücke ich den mittleren, drücke ich den, fährt der am weitesten raus. So, dasselbe machen wir dann einfach hier. Und, hepp. So. Was haben wir hier? Würde ich sagen, machen wir das so. Da ist die Treppe. So, fertig. So. Hoppala. Ja, wie ihr auf dem Kanal von Xedorf LP sehen könnt, der hat gestern den Vlog hochgeladen von sich, weil er uns hier in Mönchengladbach besucht hat. Ich glaube, so war das richtig, oder? Ja, ich glaube wohl. Der hat uns gestern in Mönchengladbach besucht und hat einen kleinen Vlog gemacht. Da seht ihr mich und ihn dann mal bei KFC. Wir haben uns in Mönchengladbach im KFC getroffen und haben uns ein Partybucket geholt. Also jeder ein Partybucket. Und, ja, haben es uns ein bisschen gut gehen lassen. Oh no, wir werden zerquetscht.
Das könnt ihr euch ja mal in aller Seelenruhe angucken. Ist auf jeden Fall lustig gemacht. Ne, Moment. Wie war das jetzt? Doch, warte, so. Nee. Ah doch, den kann man ja noch einen weiter rausfahren. So. Hä? Ach nee, Quatsch, so rum. Zack, genau. So war's. Hopp. Hopp. Jetzt den hier einen raus. Und hopp. Dort seht ihr mich dann auch mal kurz in Action mit einer kurzen Einlage über Frauenparken in Mönchengladbach. Ich werde es unten einfach mal verlinken, dann könnt ihr euch das auch mal reinziehen. Vlog ist zwar ein kleines bisschen kurz geworden, aber das wird sich mit Sicherheit nochmal ändern. Und ja, so zu meinem Wesen. Achso, wir haben gerade Kapitel 2 betreten, um mal hier beim Topic zu bleiben. Ich habe mein neues Gehäuse geholt, meine Festplattenprobleme scheinen sich behoben zu haben. Das heißt, ich kann endlich wieder auf meiner externen Platte aufnehmen. Und ja, kann endlich mal wieder ein bisschen mehr im Voraus aufnehmen, anstatt immer nur von jedem Projekt ein bis zwei Parts, dann sind die Platten voll. Die Grünen haben die Eigenart, wenn man hier draufklickt, bing, werden die immer zu diesem, ja, pfeilartigen Dingsbums-Kirchensblock hier zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich den jetzt hier verschiebe und ich sage, nö, ist kacke, wird er wieder zurückgesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns eine riesengroße Leiter nach hier oben basteln. Das heißt, ich würde sagen, wir schieben den hier hin. Dann fahren wir den roten aus. Ah, erstmal so. Und so. Und schon können wir nach hier oben. Und hopp. So. Ja, es geht mir so ein kleines bisschen auf die Nerven, dass ich immer nur so sporadisch zwei, drei Parts aufnehmen kann. Deswegen. So. Ja, jetzt muss ich mich am besten hier oben hinstellen. So. So und hepp. Schon ist die Leiter hier fertig. Und ich bin oben. So. Nächster Raum. Den wieder runter. Den zwei vorschieben. Dann diesen hier. So. Dann den hier. Hepp. Und hopp. Moment. Jetzt muss ich schauen. Dann müsste da eigentlich richtig sein, oder? Ah ne, der fährt hier nur so rum raus, genau. Mal eben wieder nach oben. Boing. Mal eben schauen. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall oben. Jawohl. Das hier ist schon etwas kniffliger, obwohl ich die Idee dahinter total genial fand. Also hier, fahren wir das erstmal wieder runter. Wenn man hier auf den Play-Button drückt, kommt hier eine Kugel raus. Und die muss man dorthin in das grüne Feld befördern. Und dafür muss man halt den Weg ebnen. Das heißt, einmal hier, einmal hier, damit das hier geschlossen ist. So. So. Und so. Also soweit habe ich das auf jeden Fall schon gespielt. So. Und. Hepp. Na? War das zu früh? Das war zu früh. Okay. Dann nochmal. Hoppala. Zurück mit dir. So, jetzt müsste das richtig sein. Fährt hier runter, fährt hier lang.
und wird da rein katapultiert. Sehr schön. Und das Tor in die nächste Ebene öffnet sich. Gut, damit wäre Kapitel 2 auch abgeschlossen. Und die ersten zwei Räume des nächsten Kapitels habe ich auch noch gemacht. Aber dann, ab dann ist wieder komplett blind. Und die ersten zwei Räume waren das, glaube ich, die ich von hier gemacht habe. Ja, genau. Also die Dinger hier, die drehen so einen bestimmten Abschnitt davon. Immer. Das heißt, ab jetzt heißt es räumliches Denken. Nicht ganz meine Stärke, aber ein bisschen kann ich das dann doch noch. Den Sinn hiervon habe ich nicht so ganz verstanden, aber das sind zwei. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier sind es 2, 4, 5. Ach so, deswegen. Wenn man, ich hatte erst gedacht, man muss den halt einfach nur rausfahren, hier hindrehen und dann boing. So, nee, aber da fehlen mir Blöcke, deswegen muss ich das einmal nach links schieben und dann so leicht quer hier hinspringen. Boing. So, und dann einfach wieder zurück, damit ich den Raum beenden kann. So, das habe ich noch gemacht und dieser Raum hier, ja genau, dieser Raum hier war wieder blind. Na, ich laufe hier hoch, springen. Müsste ich theoretisch den nach hier machen. Ne? Hier hoch, dann dahin. Okay. Hoppala. Und boing. Dann lande ich hier. Dann muss ich ja eigentlich nur noch. Das sind aber zwei Blöcke. Wollen wir da mal schauen. Wenn ich das da unten drehe, kann ich theoretisch auch rüberspringen. Gut. Nochmal. Ah, Mist. Ich drücke mich am besten nochmal zurück, damit ich den aktivieren kann. So. Vielleicht so. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. So, ab hier ist auf jeden Fall wieder hundertprozentig blind. Jetzt muss ich schauen, wie es hier weitergeht. What the fuck? Okay, das Spiel will uns in eine andere Richtung zerren. Na gut, machen wir das. Ich mag so Rätselspiele. Vor allem, wenn die nicht allzu lange dauern. Ich war auch mal eine ganze Zeit lang überlegen, ob ich Portal aufnehmen soll. So, ich muss dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich behaupten, ich muss den Block hier oben drauf kriegen. Den dann hier drauf schieben, also das heißt, der hier muss auf jeden Fall schon mal komplett raus. Dann muss der hier hin. Und hier hin. Mal schauen. Ich den jetzt hier hin mache. Nee, das ist Quatsch. Nochmal zurück. So. So wäre, glaube ich, besser, wenn ich den nämlich dann jetzt hoch mache und fahre den. Kann ich mir das hier hinschieben? So. Und kann mir den da draufsetzen. Wenn ich den jetzt wieder zurückfahre, komme ich hier drauf. Sehr schön. Und der nächste Raum, bitte. Okay. Wo liegt die Schwierigkeit in dem Raum? Ich denke mal, wie dreht sich das Stück hier? Also links und rechts ein Block davon. Okay. Dann würde ich behaupten, raus. So. Und ja, mindestens so.
stelle ich mich mal. Ja, komm, fahr mal noch einen raus. Und dann in diese Richtung drehen. So. Und. Hep. Sehr schön. Oh, und das Spiel möchte uns wieder in eine andere Richtung zerren. Ja, wahrscheinlich wäre da schon das Spiel zu Ende gewesen. Ja. So, Delle. Ja, das Spiel erfordert so ein kleines bisschen räumliches Denken. So, was als nächstes? Okay. Drehen kann man hier nichts. Okay. Ah! Kriege ich denn jetzt noch einen Ball? Ah, Tatsache. Ja, das dürfte ja eigentlich dasselbe in grün sein, oder? Ja. Wenn ich den jetzt... Ah, okay. Wenn ich den jetzt rausfahre komplett und ich drehe es, nee, nicht so rum. Das war jetzt Murks. Aber nochmal. Dann geht's auch rein. Sehr schön. Ja, nicht ganz. So, nochmal. Zurück. Nee, Quatsch. Nochmal so. Was ist denn, wenn ich... Nee, Quatsch. So. Ich muss eben neu bewegen hier. So. Und in diese Richtung so. Na, rein mit dir. Woohoo! Wow, noch ein Stück. Den kann ich ja nicht weiter ausfahren als die. Aber wenn ich den so. Gucken, wie weit die sich mitdrehen. Na, doch, könnte. Nee, kann nicht funktionieren. Einziges Logische ist, so würde es das Ding verdecken. Obwohl, wenn ich mir den dann da reinlege. Ja, das könnte gehen. Gut. Zurück. Nochmal zurück. Und nochmal zurück. Dann fahre ich jetzt das hoch, so. Drehe es mir noch einmal. Wenn ich die jetzt zurückfahre, fällt der dann da rein? Nein. Okay. Was wäre, wenn... So. Gut. Wie wäre das jetzt? Da muss der hin, ne? Dann müsste ich ja eigentlich... Okay. Da muss der hin, ja. Nee, das ist Käse. Dann hätten wir das Spiel von gerade eben ja wieder. Der muss ja eins rüber. Na gut, wenn ich das so mache, dann... Na komm schon. Ja, wie ihr seht, jetzt kommt auch der kleine Eis ans Schwitzen. Vielleicht, weil ich einen logisch denkenden Fehler mache oder wie auch immer. Vor allem, weil ich mich mit dem Drehen die ganze Zeit gnarf. So. Ich den jetzt
raus war? Nee, das reicht nicht. Jetzt vielleicht? Das ist ich jetzt. Nö. Hm. Was ist denn? Nee. Durch den Schwung funktioniert es nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Idee an und für sich schon okay ist. Weil so verdecke ich mir das ja. So fällt der dann da nicht rein. Was ist denn, wenn ich das... Ding, 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 ding. Wenn ich mir das so drehe, okay, und jetzt wieder zurück. Nee, die saufel da nicht rein. Wo mache ich denn den Fehler? Und wenn ich... ich jetzt den am weitesten rausfahre und ich drehe das, ne, dann fällt er mir ja runter. Das ist Schwachfug. So ist der blockiert. Ich mir den jetzt da reinlege. Geht es dann? Na, eigentlich nicht, ne? Nö, dann fällt er davon ab. Nein, ich werde keinen Cut machen, ich werde das jetzt hier ausknobeln. Das ist wahrscheinlich sau einfach, ich denke einfach nur zu kompliziert. Problem ist, dass man die Wand dahinter ja nicht drehen kann. Was wäre denn? Drehen wir mal weiter. Na, komm schon. Ding, 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 ding. Ah, das sieht das schon mal nicht schlecht aus, wenn ich das vielleicht schnell genug mache. Ne, der rollt da nicht hoch. Ne, Moment, das war die falsche Richtung. So. Nochmal. Ein weiter. So, und jetzt. Ah, fast. Nein, das war zu viel. Ja. Na. Dit kann ja nicht. Zurückdrehen. Und nochmal zurückdrehen. Hä? Oh, okay. Okay, nochmal. Das ist definitiv zu wenig. Das ist die falsche Richtung, Eis. Und das funktioniert auch nicht. So. Problem ist, wenn ich das jetzt wegmache, wie fährt der jetzt eigentlich raus? So. Das Problem ist, wenn ich den jetzt rausmache, dann fällt der ja nicht da rein. Nö.
blöde Kuh. Wenn ich mich mit hier reinstellen, falle ich damit um, logisch. Oh, Dubstep! Yay! Ich komme mir vor wie so ein russischer... Ho, ho, ho! Aber ist cool. Da muss der rein. Aber so verdecke ich das. Der da drin liegt, fällt er nicht rein. Von der Höhe her kriege ich das mittlere Feld auch nur zwei Felder ausgefahren. Das heißt, die Kugel würde hier liegen. Das würde mir nichts bringen, weil... Nee. Aber wenn der 2 ausgefahren ist, wollen wir mal eben was schauen. Nur einmal noch. So. Und nochmal. Ist das jetzt vielleicht... Ah! Fast! Was tun wir uns mal? Nee, das ist zu hoch. Ist zu niedrig. Ebenfalls zu niedrig. Ja, das ist zu hoch, oder? Na komm, probier mal noch. Falsche Richtung, Eis. Na komm, mach ihn eh. So. Weil mitten in der Fahrt kann ich die nicht ausmachen, nein. Zack. Doch, kann ich wohl. Warum ging das gerade eben nicht? Böses Spiel. Da kriegst du minimalen Brainfuck von, ne? Also, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Haha! Wenn das Leben doch einfacher wäre. Weiß zwar jetzt nicht, wie ich das gemacht habe, aber... Ah, cool. Wir sind also durch. Das war dann schon Ebene 3, wo ich gedacht habe, so, oh my goodness. Letzter Raum war schwierig, also muss ich sagen. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Cube. Ich bin IceAge88, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Like-Button drücken. Abonnieren muss nicht sein, wenn euch das Video gefällt. Verpasst ihr auf jeden Fall kein neues Video. Also haut da raus. Ciao.